Willkommen zu einer neuen Trailer-Rotation, frisch entstaubt und besonders hübsch. Und deshalb fangen wir auch gleich mit was richtig Hübschem an, nämlich dem jüngsten Videomaterial vom Microsoft Flight Simulator. Der soll ja 2020 rauskommen, aber vorher wird es Alphas und Betas geben, zu denen man sich über das sogenannte Insider-Programm auch schon anmelden kann. Wie das geht, haben wir in einem Artikel auf gamestar.de erklärt. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Was ihr hier übrigens seht, ist ein absichtlich eingeleiteter Stall-Test. Das bedeutet, dass es zu einem Strömungsabriss kommt und die Maschine Richtung Boden trudelt. Wie wahnsinnig gut die Simulation aussieht, für die die Entwickler auf über 2000 Terabyte an Topografiedaten zurückgreifen, zeigt auch dieser Blick auf die Bucht von Baltimore. Nicht weniger eindrucksvoll sieht hier der Lake Te Kapo aus, der in Neuseeland liegt. Wo nun aber dieser Landeanflug aufgenommen wurde, kann ich euch hingegen leider nicht sagen. Wenn ihr mehr vom nächsten Flight Simulator sehen wollt, bekommt ihr über das Insider-Programm übrigens auch regelmäßig Zugang zu neuen, kurzen Clips aus dem Spiel, das für PC und Xbox One angekündigt ist. Ob ihr hingegen Zugang zur bald startenden technischen Alpha bekommt, ist trotz Insider-Anmeldung nicht garantiert. Zudem steht die erste Testphase unter einem strengen NDA, also erwartet nicht, dass es bald schon die ersten Livestreams eurer Lieblingsinfluencer aus dem Cockpit einer A320 zu sehen gibt. Aber wenn wir schon bei eindrucksvoller Grafik sind, machen wir doch gleich bei Minecraft weiter. Denn da zeigte diese Woche ein Video von Nvidia, wie hübsch das Spiel mit dem kommenden RTX-Update und der damit aktivierbaren Raytracing-Grafik aussehen kann. Obwohl durchaus Kritik an dem Trailer laut wurde, denn einige Spieler merkten an, dass die Vergleichsszenen mit der normalen Minecraft-Version wohl mit den schlechtesten Grafikeinstellungen aufgenommen wurden. Wie dem auch sei, das Video zeigt eindrucksvoll, wie Minecraft von Raytracing-Beleuchtung und Spiegelungen profitieren kann, auch wenn hier eigentlich nur eine abgewandelte, weniger rechenintensive Form von Raytracing zum Einsatz kommt, nämlich Path-Tracing. Einen Termin für das kostenlose und natürlich PC-exklusive Raytracing-Update gibt es aber leider immer noch nicht. Das vor zwei Jahren angekündigte Grafik-Update Super Duper Graphics Pack wurde ja leider eingestellt, weil es die Hardware-Anforderungen der meisten Plattformen, auf denen Minecraft gespielt wird, überschritten hatte. Soweit zumindest die Begründung von Microsoft. Das Update hätte ebenfalls eine neue Beleuchtung und verbesserte Schatten gebracht und sollte für alle Plattformen rauskommen. Souls-Fans bekommen derzeit jede Menge Nachschub, denn das Genre blüht aktuell regelrecht auf. Nächste Woche steht unter anderem der Release von Code Vein an, eine Art Anime-Dark Souls. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass mich der Titel zunächst ganz schön kalt gelassen hat, bis ich die Demo ausprobiert hatte. Die gibt es zwar leider nur für PS4 und Xbox One, aber wer eine der beiden Konsolen hat und auch nur ansatzweise was mit Souls-Spielen anfangen kann, sollte sie unbedingt mal runterladen, zumal sie durch ein Update jetzt sogar noch umfangreicher ist. Was ihr hier die ganze Zeit übrigens schon seht, ist einer der Bosse von Code Vein, der in einem kurzen Trailer gezeigt wurde. Nächste Woche kommt neben Code Vein natürlich auch noch ein zweites Souls-Spiel raus, nämlich The Surge 2. Und dieser Render-Trailer lässt den Hauptcharakter des Vorgängerspiels, also Warren, zu Wort kommen. Der übernimmt im neuen Serienteil allerdings nur eine Nebenrolle. Ihr selbst könnt euch diesmal über einen neuen Charaktereditor eine eigene Spielfigur bauen. Der Trailer zeigt übrigens auch noch ein kleines Mädchen, das in der Story von The Surge 2 eine ganz wichtige Rolle spielt. Time is a luxury I no longer have. Humanity is at a crossroads. Like withering flowers, we decay little by little. Soon there will be only two choices. Eternal life or oblivion. Get
Im Trailer und auf Screenshots wurde er schon oft beworben und per Kommandozeile konnte man ihn auch schon spawnen lassen. Aber jetzt hat es der gewaltige Eiswurm tatsächlich ganz offiziell per Update in den Subnautica-Nachfolger Below Zero geschafft. Und wie bei jedem Content-Update begleiten die Entwickler den Patch mit einem passenden Trailer, der die neuen Highlights zeigt. So wurden unter anderem die Arctic Spires als neue Region eingebaut und viele Story-Elemente umgeschrieben, um für mehr Schwung in der Erzählung zu sorgen. Die neuen Vertonungen kommen aber erst später rein. Neu ist unter anderem auch, dass die niedlichen Penguins aufs Wetter reagieren und es gibt eine unterirdische Leviathan-Ausgrabungsstätte zum Erkunden. Noch mehr Details gibt es auf der Webseite zum Patch, die in der Videobeschreibung verlinkt ist. Nächste Woche startet die Closed Beta von Planet Zoo, genau genommen am 24. September. Die läuft dann bis zum 8. Oktober und rein kommt ihr, wenn ihr die Deluxe-Edition des Spiels vorbestellt. Die Vollversion soll dann am 5. November exklusiv für den PC rauskommen. Was euch in der Beta erwartet, zeigt dieser Trailer. Ihr könnt das erste Szenario aus dem Karrieremodus und ein Biom im Franchise-Modus ausprobieren, bei dem ihr Tiere mit Zoos anderer Spieler austauschen könnt. Dadurch kann die genetische Vielfalt der Tiere verbessert werden. Falls ihr übrigens mal wissen wollt, warum die Entwickler nicht einfach in den Zoo gehen konnten, um die Geräusche für die Tiere aufzunehmen, sondern stattdessen viele der Sounds selbst nachmachen mussten, habe ich euch unser Vorschauvideo zu Planet Zoo in der Videobeschreibung verlinkt. Darin erzählt Audiodesigner Matthew Florians auch, warum dieses Spiel, anders als beispielsweise Jurassic World Evolution, diesmal nur für den PC rauskommt. Das erste Oceanhorn war eine charmante Zelda-Hommage und kam bei Fans des Genres richtig gut an. Jetzt gibt es endlich Oceanhorn 2 Knights of the Lost Realm und der Launch des grafisch deutlich weiterentwickelten Spiels wurde mit diesem Story-Trailer begleitet. Während das erste Oceanhorn mit seiner ISO-Perspektive eher an die frühen Zelda-Spiele erinnert, folgt Oceanhorn 2 wohl dem Vorbild von Breath of the Wild und ist ein richtiges Third-Person-Action-Adventure. Storytechnisch ist der zweite Teil aber ein Prequel zum Original, erzählt also dessen Vorgeschichte. Neu ist zudem, dass man von einer zweiten Figur begleitet wird, der man auch Befehle geben kann. So toll das jetzt alles aussieht, einen Wermutstropfen gibt es leider doch. Vorerst ist Oceanhorn 2 nur für iOS-Geräte verfügbar. Das Spiel ist jetzt auch im Rahmen des neuen Apple Arcade-Programms gestartet, ein neuer Abo-Dienst, der sich zu einem Fest für Indie-Fans zu entwickeln scheint und komplett auf Mikrotransaktionen verzichtet. Wer nun aber kein Apple-Gerät hat und trotzdem Lust auf ein Zelda-like hat, für den könnte Sparklight spannend werden, denn das kommt am 14. November für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch raus. Und ja, ich weiß, auf der Switch ist gerade das großartige Remake von Zelda Link's Awakening veröffentlicht worden, aber halt auch nur auf der Switch. In Sparklight kämpft ihr gegen die finsteren Machenschaften einer gierigen Bergbaugesellschaft und seid dabei nicht allein. Im lokalen Koop-Modus könnt ihr das Indie-Spiel nämlich auch zu zweit erleben, wobei der zweite Spieler den Roboterbegleiter der Hauptfigur steuert. Das Ganze sieht, wie der Trailer schon zeigt, sehr hübsch aus, wenn man nichts gegen Pixelgrafik hat. Und wenn ihr ab 15. November nicht die Katze im Sack kaufen wollt, könnt ihr auch eine Demo runterladen, die noch vor dem Release der Vollversion veröffentlicht werden soll. Nach zwei kurzen Teaser-Trailern im Verlauf des letzten Jahres gab es jetzt endlich echtes Gameplay aus Narcos Rise of the Cartels, dem Spiel zu Netflix' Drogenkartellserie Narcos, zu sehen. Die zwei neuen Trailer zeigen zwar die meiste Zeit über vorgerenderte Zwischensequenzen, aber wenn es dann doch mal Gameplay zu sehen gibt, erinnert das an eine Mischung aus XCOM und Jagged Alliance. Mit dem Unterschied, dass sich hier alle eigenen Figuren auf Wunsch gleichzeitig bewegen können und dass man, um kritische Treffer zu landen, in der Third-Person-Kampfansicht sogar selbst auf Gegner zielt. Die Story folgt dabei der ersten Staffel der Serie und kann in zwei Kampagnen entweder auf Seiten des Kartells oder der DEA, der amerikanischen Drogenbekämpfungsbehörde, erlebt werden. Wie bei XCOM und ähnlichen Rundentaktikspielen hat jeder Kämpfer spezielle Fähigkeiten und Vorteile und kann nach und nach verbessert werden.
Narcos Rise of the Cartels soll Ende des Jahres für PC und alle aktuellen Konsolen rauskommen. Der Überraschungshit Remnant from the Ashes hat diese Woche im Rahmen eines kostenlosen Updates einen neuen Dungeon bekommen. Der heißt Leto's Lab und spawnt sowohl in der Kampagne als auch im Adventure-Modus auf der Erde. Im Rahmen einer neuen Quest sollt ihr in dem Dungeon ein Rätsel lösen und könnt auch noch eine neue Rüstung finden, die der Trailer hier auch schon zeigt. Zudem gibt es neue Splitterfeinde zu bekämpfen und natürlich ein düsteres Geheimnis aufzudecken. Wie sollte es in einer alten, verfallenen Forschungsstation auch anders sein? Die kompletten Patchnotes habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Den Abschluss macht diesmal Trine 4, das am 8. Oktober für PC und alle aktuellen Konsolen rauskommt. Da das hier der Story-Trailer ist, will ich auch gar nicht lange reinquasseln, nur so viel. Trotz der hübschen und farbenfrohen Grafik scheint das eine ziemlich düstere Geschichte zu werden, was das Spiel für mich gleich mal viel interessanter macht. Aber vielleicht geht's da auch nur mir so. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr diesen Kontrast so findet. Me. Too unpredictable to learn spellcraft. I am going to learn magic. What's this? A letter for me? Dear Amadeus the Wizard, we require you for a mission of the utmost urgency. You must find the missing Prince Celius. A ward of the Astral Academy. He has vanished under mysterious and troublesome circumstances. As long as he's out there alone, the prince is in certain danger. It was time to meet old friends. The enchanted heroes of Trine were together again. Look! The ruined castle is out there! Prince Celius, stop running away! Sooner or later, we'll have to get into a nasty confrontation with the prince to make him come back with us. I'm not a child to be told what to do. Maybe Zoya has it right. We can't just keep on asking him to come along and hope he does. Wherever the heroes pursued the prince, the nightmares of the woodland creatures were all coming to life. Why are your wolves and spiders attacking us? The nightmares just appear on their own. I can't control them. What if he magics up every nightmare of every single creature in these forests? What if Celius manages to conjure up all our nightmares? Let's see what other nightmares the three of you hide in your hearts. His dreams have certainly turned darker. The heroes are right. I have to stop running from you. For you've learned to dream of light, but you do know, the brighter the light, the deeper the shadows. So viel zur Trailer-Rotation für diese Folge. Ich hoffe wie immer, dass ihr euch gut informiert fühlt und Spaß beim Anschauen des Videos hattet. Wenn ja, schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein.